Ich zahle im Durchschnitt viel weniger als meine Freundin für Shampoo. Und das liegt nicht nur an meiner Frisur, sondern auch daran, wen das Produkt ansprechen soll. Ich bin Richie und ich zeige dir, was es mit Pink Tags auf sich hat. Unsere Wahrnehmung von Geschlechtern ist im Wandel, ist im Supermarkt aber noch nicht richtig angekommen, oder? Im linken Regal die blauen, männlich repräsentierenden Produkte und im rechten Regal die pinken, weiblich repräsentierenden Produkte. Geht's noch? Und das Schlimmste, das gleiche Produkt für die vermeintliche Zielgruppe Männer kostet auch noch weniger als das im pinken Regal. Ich meine, woran liegt das? Pink Tags oder auch Gender Pricing bezeichnet die Preisunterschiede zwischen Produkten, die für entweder männliche Personen oder weibliche Personen vermarktet werden. Scheinbare Steuern für Frauen sozusagen. Es gibt viele Stimmen, die behaupten, es gäbe dieses Phänomen gar nicht. Studien dazu sind aber eindeutig und das auch nicht nur in Deutschland. Neben zahlreichen Pflegeprodukten im Drogeriemarkt fällt der Preisunterschied besonders bei Dienstleistungen auf. In der Reinigung zum Beispiel. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zahlen Frauen bei der Reinigung einer Bluse 93% mehr als Männer bei der Reinigung eines Hemdes. Selbst wenn sich die Kleidungsstücke weder im Material noch im Schnitt unterscheiden. Oder auch beim Haareschneiden. Wie oft sieht man schon einen Laden, in dem der Männerhaarschnitt das gleiche kostet wie der Frauenhaarschnitt? Laut der gerade schon erwähnten Studie zahlen Frauen im Schnitt 55-72% mehr. Einfach so. Aber Männer haben ja viel, viel kürzere Haare. Da ist der Schnitt schneller gemacht und deutlich einfacher. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn du auch schon mal eine Frau mit kurzen Haaren gesehen hast. Okay, gut. Aber woher kommt denn jetzt der höhere Preis? Man sagt ja oft, dass Frauen speziell im Beauty-Bereich bereit sind, mehr Geld auszugeben. Das wird von vielen Unternehmen genutzt. Einen wirklich guten Grund für das Gender-Pricing, außer, ach, die Frauen zahlen das schon, gibt es also nicht. Ist nicht gerade der coolste Ansatz, wenn man darüber nachdenkt, dass Frauen im Durchschnitt sowieso immer noch weniger verdienen als Männer. Ein Video zu diesem Thema gibt es übrigens hier. Beim Haarschneiden wird der Preis oft nach Erwartungshaltung festgelegt. Heißt, bei Frauen erwartet man mehr Aufwand als bei männlichen Kunden. Das benachteiligt alle Frauen, die von dem Klischeebild abweichen. Geschlechtsbezogene Diskriminierung ist natürlich rechtswidrig. Aber als Grund für die Preisunterschiede ist es ziemlich schwer nachzuweisen. Neben der Verpackung ist die Füllmenge von Frauen- und Männerprodukten oft unterschiedlich. Ein Vergleich also schwierig. Außerdem haben Unternehmen bei einem Vorwurf zu den geschlechtsbezogenen Preisunterschieden meist irgendein Argument zur Hand, das diesen Preisunterschied rechtfertigt. Zum Beispiel die unterschiedlichen Inhaltsstoffe. Das liegt an den Verkaufszahlen. Die Formel für das Frauenprodukt ist viel aufwendiger. Frauen verlangen auch eine viel größere Auswahl. Das kostet uns so viel mehr Ladenfläche. Also gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als einfach mehr zu zahlen? Wir können das Problem auf jeden Fall nicht einfach so lösen. Aber bei vielen Produkten lohnt sich der Blick in die Männerabteilung. Bei den Rasierern zum Beispiel. Hier macht es Sinn, sich einfach das für Männer gelabelte Produkt zu kaufen. Keine Angst, auch ein blauer Rasierer macht deine Haut glatt wie ein Babypopo. Wenn du einen einfachen Kurzhaarschnitt möchtest, dann frag deinen Friseur oder deine Friseurin einfach nach einem Männerhaarschnitt. Und auch bei der Reinigung einfach mal nachfragen. Naja, bewusst shoppen und ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit du Preise vergleichen kannst. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Lass dich nicht zu sehr einnehmen von der Vermarktung eines Produkts und behalte immer einen kritischen Blick auf die Preisschilder. Preise vergleichen ist sowieso gut, um beim Einkauf Geld zu sparen. Mehr Spartipps findest du in diesem Video. Ich bin damit raus. Ciao, Kakao.